Hallo Freunde der Wüstlinge, hier ist wieder Rolf Ziller mit einer Episode Kenshi. Kenshi hat sich geupdatet auf die Version 0.59.1 und das wirft einige Fragen auf, zumindest für mich und ein bisschen auch für euch. Und zwar sind neue Features reingebracht worden in das Spiel und ich bin gerade sehr nett vom Spiel darauf hingewiesen worden, dass einige Features nicht vernünftig laufen werden, so wie das Spiel jetzt läuft, sondern vielleicht ein bisschen verbuggt sind oder gar nicht auftreten. Außer ich nehme hier meinen Squad, den ich habe, und importiere den in ein völlig neues Spiel. Das ist jetzt die Frage. Mache ich das oder lasse ich das? Einerseits ist es ja nicht gerade ein Spiel, wo man zack, zack, zack sich seine Base hier aufbaut und schnell was erreicht. Ihr habt das ja gesehen, ich habe das ja schon mal abgebrochen, so ungefähr bei Folge 9 oder so, weil es partout nicht hingehauen hat. Es ist eine langwierige Arbeit und ich weiß nicht, ob ich bereit bin, das aufzugeben, beziehungsweise ob ihr euch das antun wollt, nochmal vielleicht woanders zu starten, zwar mit derselben Squad hier, aber halt nochmal ohne Base von neu. Ich würde alle die das Video hier sich anschauen, bitten, doch mal ihre Meinung drunter zu schreiben, vielleicht auch die es zum ersten Mal sehen. Und die sich vielleicht sonst eher zurückhalten. Ich weiß, einige Leute haben YouTube-Accounts und hören auch, was ich sage und worum ich bitte und schreiben auch nicht drunter, weil sie vielleicht schüchtern sind oder was weiß ich, vielleicht auch aus Zeitgründen. Oder man vergisst es einfach und zappt schnell zum nächsten Video, kann ja passieren. Aber ich würde doch bitten, die dran denken, schreibt mal drunter, was ihr davon haltet. Sollen wir jetzt nochmal neu anfangen? Oder sollen wir es lassen und so Features wie Kannibalen zum Beispiel, die würden dann rausfallen, wenn wir jetzt hier weiterspielen. Na, das gebe ich zu bedenken. So, der berecht, der alte Freund. Läuft verdächtig langsam, aber ich mache das Ganze sowieso mal etwas schneller. Die Stats. 3-1. Der könnte noch Training vertragen. Also ran an die Puppe. Wir gucken mal. Ja, es geht weiter. So, ich habe in der letzten Folge ja hier die Anlage zum Waffenschmied aufgebaut. Ich würde es auch unheimlich gerne ausprobieren, aber ich würde es nicht mit so Popelwaffen machen. Ich würde schon gerne bessere Waffen schmieden, wenn das geht. Und zu diesem Zweck lasse ich hier Kollegen Streak weiterforschen und ich würde dann gerne auch eine neue Research Bench bauen, eine größere, mit der man bessere Sachen erforschen kann, und würde ich, oder ich müsste einen Abstecher in die Stadt machen, einfach um mir mal neue Blaupausen für andere Waffen zu holen. Das sind so die Sachen, die ich jetzt erledigen müsste, damit diese Bank auch ihren Sinn und Zweck erfüllt. Ja, ich habe gedacht, verprügel ich auf dem Weg vielleicht noch mal ein paar Leute. Hustekuchen, wenn man mal Leute braucht, Banditen sind keine da. Oder doch? Nein, eher nicht. So, warum arbeitet ihr schon wieder nicht? Das ist voll, das ist nicht voll. Du bringen weg. Kommen hier. Na, du, ihr zwei. Hier holt jetzt mal neues Material. Ach, da ist doch noch Rawstone drin. Warum arbeitet ihr nicht? So, jetzt ist nachgelegt worden, hoffe ich. Oh. Na.
holt neuen Stein. Jetzt ist hier nur noch ein Stein, also könnt ihr wieder weiterarbeiten. Meine Güte, Koko der Affe. Und dann musste ich mal schauen, was wir denn als nächstes erforschen, was wäre sinnvoll. Viele können wir im Moment nicht bauen. Wir haben halt hier, ihr seht, 4 Building Materials auf Halde. Und schon wieder. Mach doch weiter. Das ist ein bisschen blöd. Vielleicht mache ich was falsch. Wenn ihr wisst, dass ich was falsch mache und ich vielleicht einen Befehl nicht gegeben habe, einen richtigen, dann sagt mir das bitte. Dann korrigiere ich das. So, was erforsche ich denn hier? Ach ja, ich bräuchte auch Generatoren mal langsam. Weaponsmithing 2 ist gleich fertig. Danach kommt Stonewalls. Warum kann ich das nicht? Ah! Und komplett. Ups. Ah! Schau mal einer, guck! Also ich kann... Nee, ich kann das craften, oder? Kann ich das craften? Steht hier zumindest. So, ich mache das jetzt mal, und zwar geht hier mal der Old Soldier dran. Ihr geht mir echt mal auf die Nerven, aber ganz gehörig. So, alter Mann. Wir craften ein... dafür. Habe ich das jetzt schon gemacht? Steht Walls made. Blick nicht ganz durch. Ach so, Raw Iron, klar. Habe ich nicht. Super, dann haben wir aber wenigstens was, was wir wieder bauen können. Also wir müssen Eisen gewinnen. Koko der Affe. Machen wir es mal anders. Das kann ich ja auch speichern, so ist das ja nicht. Stonewalls, Tech, Research.
Also das ist, glaube ich, ganz gut. Ich brauche sowieso demnächst einen Generator wieder. Also kann ich auch direkt einen besseren bauen. Und dann gucke ich jetzt mal, dass ich mit irgendeinem, vielleicht mal mit Brecht. Mal was baue. Oder Brecht macht das nicht, das macht hier direkt der Sand. Der ist ja einer von unseren Bauarbeitern. So, wie funktioniert das nochmal? Das ist immer so lang her. Oh, oh, oh. Es würde passen. Oder? Nice, passt noch hier rein. War jetzt nicht so gedacht, dass ich das da reinbaue, aber naja, wenn es passt. Es braucht 15 Materialien. Oh, und ich muss parallel, glaube ich, einen Generator bauen, sonst wird es nischt. Am liebsten würde ich euch echt verprügeln. Wo ist denn mein... Ach so. Was kannst du denn tragen? Ja, du kannst noch ein bisschen was tragen. Das Problem ist hier auch... Was macht er denn? Versucht das jetzt mal zu verstehen. Oder er bringt ihm Material. Das wäre natürlich noch die Krönung. Nein, er schlägt einen Bogen, läuft jetzt hier lang. Will er sich in den Brunnen stürzen? Ach, er holt sich das Material hier raus. Ich habe es eigentlich da reingetan, damit... kann man von meinem Namensvetter erwarten. Nicht allzu viel. So, muss ich mal wieder umgucken. Allerdings, das Umgucken ist jetzt nicht mehr so erforderlich wie am Anfang. Ich erinnere uns, am Anfang oder noch vor einigen Episoden bin ich ja direkt immer schreckhaft raus aus der Base, einfach um so einer Konfrontation aus dem Weg zu gehen. Muss ich nicht mehr. Ich gebe jetzt hier den Ton an. Ja, ganz so ist es nicht, aber ich kann da schon sehr viel entspannter an die Sache rangehen. Und ich guck mal, wie sich der Brecht jetzt so entwickelt. Jo, von 3.1 auf 4.2 ist doch schon mal was. Und ich finde einfach, auch wenn ich das jetzt hier schief gebaut habe, diese ganzen, das habe ich schon mal gesagt, die ganzen Sachen, die man bauen kann, die Maschinen und Generatoren und so, die sehen einfach geil aus. Also mir gefallen die ungeheuer. Haas. Ja, jetzt gehst du darum, weil du klug bist. Der kann kaum noch laufen und ihr könnt wieder anfangen. Ich muss, glaube ich, auch mal was bauen, sowas wie eine Farm. Ein Feld, wo ich irgendwas anderes anbauen kann. Weil alles da rein ist vielleicht ein bisschen viel, ist too much. Hier sind jetzt 10 Materialien schon drin, das ging also relativ fix.
Und sobald hier alle Materialien drin sind, werde ich einen neuen Generator bauen. Mal gucken, wie viel er jetzt dazu tut. Ja, okay, ein nur. Next question. Was baue ich? Ach, ich kann auch gar nicht Windmühlen bauen. Nee. Ja gut, dann warte ich mal ab, bis die Research Bench fertig ist. Dann eröffnen sich ja für mich neue Möglichkeiten. Oh Mann, 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 Mann. Ihr seid echt, einer ist dümmer als der andere. Ey, zum Glück ist das hier keine Truppe von Jugend forscht. Ja gut, der Settles ist ja auch schon eine Weile dabei. Komm mal bei. Das sagt man so bei uns im Ruhrpott. Komm mal bei. Komm mal bei mich bei. Wenn ihr jetzt jünger seid und das hier zuseht, sagt das bitte nicht. Komm mal bei. Oder komm mal bei mich bei. Zumindest nicht, wenn ihr in der Schule seid. Kommt nicht gut. Ja. Bald ist sie fertig. Also wir haben in der Episode jetzt mehr oder weniger nur Pläne geschmiedet. Und ich habe jetzt auch von riesigen Aktionen abgesehen, wie hier einem Umzug in die Stadt, weil es ja nicht sicher ist, ob wir hier weitermachen. Also ich möchte mir ausbitten, ausdrücklich. Ja, es wäre halt nett, wenn ihr kommentieren würde, die öfter zuschauen auf jeden Fall, weil es ist ja euer Spaß, sage ich einfach mal, es soll euch ja Spaß machen beim Zuschauen, und wenn ihr da keinen Bock drauf habt, dass ich wieder von Null anfange, dann müsst ihr es halt sagen. Das würde ich verstehen. Andersrum würde ich auch verstehen, wenn ihr sagt, fang auf jeden Fall wieder neu an, weil erstens die Basis scheiße ist und zweitens haben wir dann die schönen neuen Features drin, wie die Kannibalen zum Beispiel. Würde ich auch verstehen. Sagt's mir nur. Noch kann ich keine Gedanken lesen. Ich bin nah dran. Ich üb's jeden Tag und es klappt auch schon einigermaßen. Aber wenn ihr nicht vor mir steht, so wie jetzt, da tue ich mich noch sehr schwer. Das dauert noch eine Weile, bis ich das kann. Und daher schreibt's bitte in die Comments. Ich hoffe, wir sehen uns auch im nächsten Part wieder mit ganz neuer Motivation und nochmal von Null oder einfach weitermachen. Hier an unserer Base. Wer weiß, aber ich hoffe, wir sehen uns trotzdem. Ist egal, wie das ausgeht. Jetzt habe ich wieder zu viel gequatscht. Macht's einfach gut. Macht's besser als ich. Tschüss.